Um den Tag von St. Anna fangen die kühlen Morgen an, so sagt man. Es scheint, als ob an dieser Bauernregel etwas dran ist. Denn morgen früh zeigt das Thermometer nur laue 10 Grad. Aber im Laufe des Tages wird es dann doch noch etwas wärmer. Auf eine kühle Nacht folgt ein ebenso kühler Morgen. Im Lauf des Tages klettern die Werte von den morgendlichen 10 Grad aber noch auf angenehme 23 Grad. Dazu scheint die Sonne. Allerdings überwiegen den ganzen Tag über die Wolken und gegen Abend zieht es dann auch zu. Dabei erhöht sich die Regenwahrscheinlichkeit. Nachts fällt leichter Regen bei maximal 17 Grad. Die ersten beiden Tage der neuen Woche könnten ungemütlich werden. Die Temperaturen schaffen es nicht über 24 Grad hinaus. Der Himmel ist bewölkt und es windet. Dazu kann es regnen. Zur Wochenmitte wird es wieder etwas freundlicher. Die Sonne zeigt sich wieder etwas mehr. Wind und Regen lassen nach. Trotzdem bleibt es mild. Den Körper scheinen der Regen und die etwas milderen Temperaturen gut zu tun. Der Blutdruck sollte weder übermäßig in die Höhe schießen noch zu sehr abfallen. Der Kreislauf bleibt in Schwung und auch Durchschlafen dürfte mal wieder möglich sein.